Einen Löwen mit einem Vogel, mit einem bunten Vogel. Und ich glaube, sie weiß schon, wer sie ist. Christiane Jessen-Richardson aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Da ist sie. Ja, herzlichen Glückwunsch, Christiane. Und auch hier alle drei nochmal. Das heißt, er ist oder sie ist in diesem Jahr in im nächsten Jahr in Mexiko dabei, bei deren Straßenmaler-Festival. Umgekehrt haben wir den ersten Preisträger aus Mexiko dann hier in Wilhelmshaven zu Gast. Auch das ist mittlerweile eine Kooperation, die super funktioniert. Das heißt, wir stehen hier alle mit dem Preis oder letztendlich Sie haben entschieden, wer nach Mexiko fliegen darf. Und das ist ja auch was ganz Besonderes. Und entschieden haben Sie sich in diesem Jahr, wer nach Mexiko fliegen darf. Eine Dame, die schon hier war. Christiane Jessen-Richardson kann nach Mexiko, hat den Publikumspreis gewonnen mit ihrem Löwen und dem Vogel. Und kriegt dafür auch noch eine Plakette überreicht von Lena Wickel für die Sparkasse. Herzlichen Glückwunsch! Das waren die Preise. Jetzt haben wir die Preise vergeben, aber... Ja genau, wir machen noch ein schönes Bild mit dir. Nach vorne gucken. Und die Sonne. Gut. Noch ein Riesenapplaus für alle Künstler, die aus aller Welt hier nach Wilhelmshaven gekommen sind. Wir haben Mexikaner dabei, Amerikaner, Franzosen, Rumänen, Ukrainer. Wir haben Russen dabei, Italiener, Deutsche, Holländer. Also es ist einfach unglaublich, was sich hier alles getan hat. Und ich denke, dass wir vielleicht noch einen Satz, weil wir haben noch nie so viele Besucher gehabt beim Street Art wie in diesem Jahr. Das war unfassbar, was hier los war. Und deswegen nochmal einen Riesendank an Sie, dass Sie an diesen beiden Tagen sich an diesen Zeichnungen erfreut haben. Vielen Dank ans Publikum, vielen Dank an die Künstler.